Gleich vier Glücksbringer haben das Wirtschaftsministerium des Landes am Mittwoch besucht. Vertreter der Schornsteinfegerinnung MV haben Harry Glawe Neujahrsgrüße überreicht und das Haus durch ihre eigene Erscheinung symbolisch gesegnet. Doch hinter der traditionellen schwarzen Uniform mit goldenen Knöpfen steckt heutzutage nicht mehr der gute alte Schornsteinfeger. Es sind erfahrene Energieberater und Fachleute für ausgeklügelte moderne Heiztechnik. Der Wirtschaftsminister nutzte die Gelegenheit, um sich über Sorgen und Nöte der modernen Glücksbringer zu informieren. Sie haben es mir gerade bestätigt, sind sehr zufrieden mit den Dingen, mit der Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium, mit den Abteilungen. Und von daher glaube ich, es ist ein gutes Verhältnis zwischen dem Wirtschaftsministerium und den Schornsteinfegermeistern. Und von daher können wir auf ein glückliches 2014 hoffen. Alte Schornsteine gibt es immer weniger, doch die Schornsteinfeger haben ihre magischen Kräfte bis heute noch nicht verloren. Natürlich, das ist immer so. Also wenn man Schornsteinfeger so leicht anfasst, dann hat man das ganze Jahr Glück. Der Neujahrsbesuch im Wirtschaftsministerium ist bei den Innungsmitgliedern eine gute Tradition und findet bereits das neunte Mal statt.